Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja Leute, heute geht es um die Visitenkarte Mr. 100%. Ja Leute, ihr seht gerade die Visitenkarte noch nicht, ich mache mal kurz die Facecam aus. So, hier ist die Visitenkarte, wir können uns die später nochmal genauer anschauen. Auf jeden Fall, ich kann es auch euch, glaube ich, so zeigen, ja, das seht ihr dann gut. So sieht die Visitenkarte aus. Hier sieht das dann so aus, alles Mr. 100%. Ich werde euch in diesem Video auch, bei gewissen Sachen, bei welchen Aufgaben euch helfen, die was schwer sind, die was für mich schwer waren oder unverständlich eher waren. Die waren ja nicht schwer, die waren ja eher nur zeitaufwendig und manche waren einfach nur behindert beschrieben, muss man sagen. Ja, hier beim Mehrspieler, wie ihr seht, habe ich, glaube ich, jetzt alle Visitenkarten, was es gibt. Ich schaue mal, ich glaube aber schon, ja, es sind alle Visitenkarten, 275 und ich glaube, wir schauen uns jetzt hier mal bei Meister mal ein paar an. So, diese Visitenkarte, die erste, ist Bootcamp Meister. Da schauen wir uns später gleich an, was man da noch alles machen muss dafür. Wir wollen jetzt nur mal kurz schauen, wie die aussehen. Also die Visitenkarte haben eigentlich sehr, sehr viele von euch. Das ist überhaupt nicht schwierig, die Visitenkarte zu haben. Ja, diese Visitenkarte Killermeister haben auch sehr, sehr viele, wirklich. Die haben sehr, sehr viele in der Visitenkarte-Vitrine oder normal einfach ausgerüstet. Hier Demütigungsmeister haben nicht so viele, weil da eine, glaube ich, Aufgabe gibt's, die was richtig schlimm ist und deshalb haben die sehr wenig drin und sieht auch in meiner Meinung nach nicht cool aus. Die Visitenkarte haben auch einige, ist eigentlich nichts Schwieriges bei der Visitenkarte. Die Visitenkarte haben auch nicht viele, weil da gibt es so auch ein paar Aufgaben, die sind ein bisschen zeitaufwendig und ja, sind mit sehr viel Glück verbunden, aber ich finde, die sieht auch richtig, richtig heftig aus, wirklich, wenn man die ausgerüstet hat. Spielsiege haben auch nicht so viele, weil nicht jeder alle Modi mal gespielt hat. Sieht aber, finde ich, auch nicht so geil aus. Das ist jetzt die Hardcore-Visitenkarte. Ist, finde ich, schon ganz geil, aber nichts Besonderes. Diese Visitenkarte, glaube ich, war auch eine der letzten Visitenkarten, was ich gehabt habe. Sieht aber auch nicht irgendwie speziell aus. Genauso wie diese Visitenkarte. Die Visitenkarte haben auch wieder sehr, sehr wenige. Ist auch mit einer sehr zeitaufwendigen und mit einer Aufgabe verbunden, wo man auch sehr viel Lack braucht. Die Visitenkarte kennen wahrscheinlich schon eher viele Leute von euch, die Visitenkarte haben sehr viel Sniper auch irgendwie drin, keine Ahnung warum, sieht meiner Meinung nach auch richtig geil aus. Ja, diese Visitenkarte könnt ihr eigentlich auch schon haben, ist jetzt nicht schwer, müsst einfach ein bisschen Streaks und so weiter spielen und haben auch einige drin. Diese Visitenkarte hat man eigentlich auch standardmäßig schon fast immer ein bisschen zockt, genauso wie die eigentlich auch, und die eigentlich auch, weil das macht man dazwischen einfach, vielleicht bei der Aufgabe Schnelllader oder so hat man nicht. Ja, die Visitenkarte sieht auch richtig geil aus, aber das ist Effizientmeister und das war auch eine der letzten Aufgaben, was ich geschafft habe. Also auch nicht so leicht zum Erreichen. Taktik-Kitmeister hatte ich schon davor, war glaube ich meine vierte oder dritte Meister-Visitenkarte. Sieht meiner Meinung nach richtig geil aus. Mit dieser Visitenkarte muss man mit Ausrüstungen spielen. Haben auch nicht viele drin, sieht jetzt aber auch nicht so geil aus. Diese Visitenkarte haben auch sehr viele, ist nichts Schwieriges eigentlich. Ja, das ist die Visitenkarte, wo ich glaube ich das letzte gemacht habe. Ausrüstungen, das ist mit Splittergranate, Trophy-System und so ein Scheiß spielen, das haben sehr, sehr wenige. Habe ich auch schon davor gehabt, diese Visitenkarte, keine Ahnung warum ich die gehabt habe. Sieht aber richtig geil aus. Prestige-Master-Visitenkarte sieht eigentlich auch ganz okay aus, aber hat eigentlich schon fast jeder. Und die Mr. 100% Visitenkarte. Ja, und hier unten ist, glaube ich, noch, keine Ahnung, was das sind. Das sind so Zombie-Herausforderungen, Blackout wahrscheinlich noch, alle zusammen. Und ja. Ja, und jetzt schauen wir uns mal diese Visitenkarte genauer an. Ich finde diese Visitenkarte wirklich richtig, richtig geil. Die werde ich jetzt wahrscheinlich nur drin haben, ja. Stimmt auf jeden Fall oben rechts ab, wie geil ihr die findet. Also, das ist wirklich eine 1 Plus mit Sternchen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Operationen und zu Aufgaben, die ihr wahrscheinlich nicht gleich lösen könnt und etwas länger braucht. Und ich würde euch gerne dabei helfen und ich will auch euch herausfordern, diese Visitenkarte zu erledigen und machen. Ich muss sagen, grundsätzlich hat mir das alles trotzdem Spaß gemacht. Ich habe andere Waffen zocken müssen, ich habe Aufgaben erledigen müssen, ich habe was zu tun gehabt in diesem COD und es hat einfach Bock gehabt, wieder auf etwas zu gehen. Und nicht dauerhaft auf Nukes zu gehen, das hat wirklich richtig Spaß gemacht eigentlich. Es war natürlich auch Szenen dabei, wo es mich genervt hat, aber im Grunde genommen war es eigentlich schon richtig geil. Ja, ich schaue mir jetzt einfach die ganzen Visitenkarten mal an und dann schaue ich mal durch, wo ich was dazu sagen kann. Ja, bei der ersten Trainingslager auf Visitenkarte muss ich euch, glaube ich, nichts sagen. Das sind wirklich ganz, ganz einfache Aufträge. Da könnt ihr einfach durchlesen, was ihr braucht und das ist ganz, ganz leicht. Ja, Killermeister sind einfach Aufgaben, so gnadenlos, skrupellos, Zornabschüsse und sowas zu machen.
ist eigentlich auch leicht, muss man nur durchlesen. Die sind wirklich gut erklärt, muss man sagen. Also die sind eigentlich ganz gut. Ja, hier müssten wir eine Kollateralmedaille machen. Also mit einem Schuss einfach zwei Gegner oder so holen oder mehr. Das habe ich auch gemacht, aber nicht mit Sniper, sondern mit Seraph. War das einfach besser für mich. Ja, das nächste ist die Demütigung Meistervisitenkarte. Und da ist eindeutig das die zeitaufwendigste und schwierigste. Die anderen alle sind richtig leicht eigentlich, wirklich. Aber die hat es in sich. Ja, das muss so sein, dass der Gegner einfach die Vorräte runterwirft. Ihr geht rüber, ihr müsst ihn dann irgendwie töten. Dann müsst ihr die Vorräte hacken mit Viereck, mit Techniker. Und dann müsst ihr weggehen und er muss die Vorräte aufmachen. Und so bekommt ihr dann einen Kill. Ja, wenn ihr überhaupt keinen Bock auf diese Visitenkarte habt, ich verstehe das, dann macht es den frei für alle. Geht richtig schnell. Ja, und wenn ihr irgendwelche Fragen zu gewissen Visitenkarten habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich versuche, die so gut wie möglich zu beantworten. Ja, des Weiteren hier habe ich auch, glaube ich, nur eine Visitenkarte gebraucht oder so. Wie gesagt, ich habe, bevor ich Mr. 100% gestartet habe, schon über 80% gehabt und habe nie was gemacht. Also von den Visitenkarten habt ihr wahrscheinlich schon einige Prozente. Spielverderber ist wahrscheinlich das Konter, das was ihr noch nicht habt. Da müsst ihr einfach mit Fernigladung, Pfeil oder Mantis einen Gegner töten, der was gerade Spezialist ausgerüstet hat. Denkt ihr jetzt so, oh mein Gott, das ist so schwer oder so zeitaufwendig, eigentlich gar nicht, zockt einfach Nukedown, holt euch dauerhaft den Mantis runter, eure Mates wollen keine Streaks spielen, ihr spielt Streaks dauerhaft und lauft einfach mit diesem Mantis, fährt mit denen herum und tötet Gegner und fertig, dann habt ihr das bald. Ja, hier sind die Spießige, da muss ich auch nicht viel sagen, außer, glaube ich, mit dieser Visitenkarte zur 0, da müsst ihr einfach 5 Partien hintereinander, zum Beispiel Suchen, Zerstören, Kontrolle oder Überfall gewinnen. Die anderen sind alle eigentlich sehr gut beschrieben. Das nächste ist Hardcore, auch ganz, ganz leicht, sind gar keine schwierigen Herausforderungen da, außer vielleicht schalten sie nur mit Fäusten 25 Feinde aus. Das war ein bisschen nervig, aber das habe ich sehr gut gemacht auf Seaside, auf dieser Map Seaside. Da bin ich rechts in diesen Weinkeller rumgelaufen und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Ja, hier kommen wir zunächst zur Spielhelden. Da gibt es auch eine Visitenkarte, das ist Ninja, was hier die schwierigste ist. Ja, da müsst ihr einfach alleine leben in Suchen und Zerstören oder in Überfall. Ich würde euch auf jeden Fall Überfall empfehlen. Ihr müsst leben, alle Teammates müssen tot sein und ihr müsst dann entweder rübergehen, das Geld nehmen und dann extrahieren, also zu dieser einen Stelle rüberbringen, oder die Bombe nehmen und entschärfen. Ich würde euch das auf jeden Fall in Überfall empfehlen. Ist viel, viel leichter und ja. Waffenfertigkeit ist auch gar nicht schwer. Einfach wahrscheinlich das zeitaufwendigste hier mit Werfer 500 Kills zu machen. Der Rest ist ganz, ganz einfach auch. Das sind nur Abschüsse machen, das schafft ihr ganz easy. Das nächste ist Meisterschütze. Das wird ein bisschen schwieriger, beziehungsweise ich glaube, ihr braucht bei irgendeiner Aufgabe dazu, braucht ihr Dark Matter. Ihr braucht für Mr. 100% auf jeden Fall Dark Matter. Das müsst ihr zuerst gemacht haben, dass ihr die Aufgabe dann habt, glaube ich. Und ja, spezialisiert ist auch leicht, außer da gibt es auch eine Aufgabe, ich suche sie mal schnell raus. Ja, das ist die Aufgabe, das ist jetzt nicht schwer oder so, das ist einfach zeitaufwendig. Eliminieren Sie 250 Zielfeinde, zum Beispiel mit Reaktorkern. Das heißt, ihr geht in die Stellung, ihr macht das auf Nuke dann auf jeden Fall, geht in die Stellung rein oder könnt es auch davor machen, ist eigentlich egal. Hauptsache, ihr macht Zielfeinde-Abschüsse. Da kommt ihr schon irgendwie rein, wie das funktioniert. Also einfach Leute töten, was in der Flagge sind oder draußen und reinkommen und ihr seid in der Flagge. Das ist ganz, ganz leicht eigentlich. Aber 250 Feinde sind ein bisschen viel, deswegen dauert es ein bisschen länger einfach. Und den Rest, ja, ist einfach wirklich wieder sehr leicht. Zu Luftangriff werde ich nichts sagen, weil das sind einfach Machtkills mit Hellstorm und so weiter, Machtkills mit Pfeil und so weiter. Das interessiert gar keinen von euch. Dann kommen wir zum, zu Bodenangriff. Da ist vielleicht diese Aufgabe, dieses Wachgeschütz nicht so leicht. Ja, bei dieser Visitenkarte braucht man auf jeden Fall sehr viel Glück. Ihr müsst das Geschütz hinstellen, zum Beispiel in der Stellung, alles auf Nuke da natürlich, ist am besten. Und ihr müsst in der Stellung sein, also ihr müsst in der Stellung sein und der Gegner, glaube ich, auch. Und dann muss, ja genau, das Geschütz dann halt 3 Kills machen. Hört sich wirklich leicht an, aber das Geschütz ist wirklich manchmal einfach nicht gut und es dauert ein bisschen länger. Ja, Unterstützung werde ich auch nicht vorlesen, da gibt es keine schwierigen Sachen. Einfach Drohne, Konterdrohne spielen, sind sehr viele Aufgaben davon. Ja, einfach Assists bekommen von Bunk der Serien, da müsst ihr einfach Streak spielen und fertig. Wahrscheinlich habt ihr das schon, wahrscheinlich, weil ja, die Visitenkarte ist absolut einfach. Handhabung wahrscheinlich habt ihr auch, außer Schnelllader, das haben viele so. Das haben sie meistens bei 92% oder so und haben genau Schnelllader nicht, weil halt sie noch nie mit Schnelllader gespielt haben. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, entweder halt, wenn ihr mit Raketenwerfer noch Kills braucht, da den Schnelllader drauf zu machen oder
bei der Mock. Da gibt es, glaube ich, Aussteller, da genau. Da würde ich euch das auch empfehlen. Ja, diese Visitenkarte werde ich ein bisschen auslassen und dann zum Schluss nochmal reden. Als erster geht zur Taktik geht's Meister. Wirklich, da einfach wirklich genau durchlesen, was da gefordert ist. Zum Beispiel, hier erreichen sie 25 Abschüsse aus großer Distanz. Das heißt, ihr müsst mal Abschüsse machen und einen Weitschuss machen. Mit den Aufsätzen Aufklärungsvisier, langer Lauf und einem folgenden Agentenmod Doppelschuss Pentasalve. Das heißt, ihr könnt euch sicher schon mal Schwertfisch zum Beispiel benutzen oder ich glaube Doppelabschuss ist auch die Auger. Und einfach wirklich da genau durchlesen und dann habt ihr das eigentlich auch. Das raufmachen, was da steht und das ist dann auch nicht schwer. Ausstattung wahrscheinlich haben auch nicht alle von euch, weil ihr zum Beispiel hier nicht mit Ausrüstungsladung gespielt habt. Ganz leichte Aufgaben, einfach nur die Ausrüstung, zum Beispiel Ausrüstungsladung spielen oder Akustiksensor oder Stim und dann die Aufgaben machen. Hier zum Beispiel, bei dieser Aufgabe müsst ihr in einem Game mit Ausrüstungsladung 5 Zielfeinde machen. Das könnt ihr parallel wieder zu ein paar anderen Aufgaben machen. Habe ich gestern gemacht, das war auch eine der letzten Aufgaben. Ist eigentlich, habe ich in der ersten Runde direkt geschafft, weil es eigentlich richtig leicht ist. Ja, diese Visitenkarte ist ganz, ganz leicht. Einfach Techniker spielen, Taktikmeister, Totenschilder, Gung-Ho und so weiter spielen. Habe ich alles gespielt, deswegen habe ich da das schon fertig gehabt, außer kaltblütig. Da habe ich mir noch ein paar Punkteserien runtergehen müssen. Einfach das Berg kaltblütig rein und mit dem Werfer Drohnen oder irgendwas runtergeiern und dann habt ihr es. Ja, dann kommen wir auf jeden Fall zu einer Visitenkarte, die ihr wahrscheinlich auf keinen Fall noch habt, wenn ihr nicht darauf gegangen seid. Ausrüstung. Da müsst ihr zum Beispiel mit Schurfsystem spielen, mit Splittergranate und so weiter. Zum Beispiel Deckung von oben. Das heißt einfach, ihr werft das Schurfsystem auf A, auf B, auf C auf die Flagge oder in die Stellung und ein Gegner müsst ihr jetzt zum Beispiel mit Kriegsmaschine reinschießen oder mit den der Zero mit ihrem Disruptor oder so und das müsst ihr das dann abfangen und dann habt ihr das auch. Auch bei Wildcards einfach durchlesen, mit Agentenmod spielen hier mit Primärwaffen, mit 3 Aufsätzen Kills machen, das ist auch sehr, sehr leicht. So, und jetzt kommen wir schnell zu Effizient. Da gibt es zwei, Visitenkarten, die für mich unverständlich geschrieben sind und ich sage euch die jetzt einfach. Ja, für mich ist es einfach wirklich schlecht beschrieben und ich sage euch jetzt einfach, wie es am Beispiel leicht erklärt ist. Ihr müsst auf jeden Fall, sagen wir mal, KN spielen mit Lasermarkierer und könnt Hybrid noch mitnehmen. Und dann spielt ihr noch die Cordit mit Lasermarkierer und Schnellfeuer zum Beispiel. Und ihr müsst einfach, einen Kill machen mit KN, die hat Lasermarkierer oben. Dann müsst ihr wechseln und direkt noch einen Kill mit der Cordit machen, die dann auch einen Lasermarkierer eben oben hat. Ihr müsst nicht aus der Hüfte schießen oder so, sondern das passt alles so, wenn ihr das so habt. Ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen zu gewissen Visitenkarten habt, dann schreibt mir das auf jeden Fall in den Kommentaren. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Ja, und jetzt habe ich endlich das Mr. 100% fertig. Jetzt werden wieder mehr Nukleas online kommen mit verschiedenen Waffen. Jetzt in den letzten Wochen, muss man sagen, habe ich wirklich wenig Nukes mit verschiedenen Waffen hochgeladen, weil ich halt einfach auf Mr. 100% gegangen bin, das einfach nicht geklappt hat. Ja, die Livestreams sind, wie gesagt, immer auf Twitch. Link ist in der Videobeschreibung. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, haut rein. Ciao.